So, meine Lieben, willkommen zurück zu Kinguin, G2. Gegen Fnatic ist erst ein paar Monate her, dass die da gewechselt haben, aber mir kommt es immer noch manchmal rauf. Vor allem, wenn es G2.Kinguin heißt. Na gut. Also, wir gehen rein in die Knife Round. Die Inferno steht an. Das ist die zweite Map hier. Die erste ging mit 16:08 an Fnatic. Und ehrlich gesagt wüsste ich noch nicht, wie das hier irgendwie anders ausgehen könnte. G2 hat alle nice. G2 hat bisher alle Matches hier in diesem Wochenende oder vor dem Wochenende auf Inferno ziemlich deutlich verloren. Wurden 16:7 von Luminosity überfahren und 16:6 sogar von den Chinesen. Kann man natürlich, weiß nicht genau, ob das am Einspielen lag, ob sie vielleicht am Anfang noch nicht so gut drin waren, jetzt dafür noch kommen und und. Im Endeffekt muss man ganz davon ausgehen, dass Fnatic hier als deutlicher Favorit reingeht, vor allem wenn man bedenkt, wie gut die Schweden eigentlich auf Inferno sind. Und seitdem man 10 Sekunden mehr hat und auch 5 Sekunden mehr für den Retake, dem scheint Fnatic da nochmal ein bisschen aufgedreht zu haben auf der Map. So, jetzt geht es direkt der Push Richtung Banane. Rain wirkt hoffnungslos überfordert. Die üblichen sicheren Headshots, die man von ihm sieht, die fehlten also gerade ein bisschen. Draken wurde auch schon überrannt und die Runde ist schon so gut wie gegessen. 5 Mann, die auf dem Baseboard sich breit machen. Und das kann G2 eigentlich nicht mehr retaken. Sie haben zwar das Defuse-Kit, das heißt, unter Umständen versucht man es. Aber safen wird auch dann ziemlich schwierig werden. Denn Fnatic hat Glocks und die werden ihnen höchstwahrscheinlich einfach komplett entgegenrennen, sobald sie das Gefühl haben, dass da niemand mehr kommt von G2. Michael auf dem offenen Feld, schöner Headshot, ändert aber nichts mehr an der Tatsache, dass es hier 1:0 Fnatic steht. Das wird sicherlich eine harte Nummer werden. Wenn sowas Einfaches schon durchkommt, dann merkt man einfach, wie die Sicherheit fehlt bei G2. Vor allem bei Rain, dass er am Auto da wirklich alles andere als zufrieden aus. Normalerweise wird da einfach reingetackert und dann schießt man 2 Leute um oder sowas in der Art und gut ist. Da hat er nicht mal einen weggekriegt und er hatte relativ lange Zeit gelassen, um auf ihn zu schießen. Dreimal MAC-10 dabei. Also wenn das mal nicht eine volle Attacke ist, gerade auf Inferno kann man das spielen. Die Deck-9 verliert halt auf größere Distanzen sofort ihre Reichweite und Fähigkeit. Aber im Nahkampf funktioniert das ganz gut. Aber das Problem ist, dass sie da sich ziemlich auf den Stack eingeschossen haben. Und da werden sie komplett zusammengeschossen. G2 holt sich die Runde zurück. Aber da ist Fnatic auch einfach komplett in die Falle gelaufen. Da war die Force-by-Wand aufgebaut. Bisschen riskant, weil die Schweden wohl direkt Druck aufbauen. Jetzt geht das Ganze wieder zurück. Mal schauen, ob man da genauso schnell weiterspielt. Hey, sie ist ziemlich offensiv von JW. Dann noch in den Hinterkopf geschossen. Kaum ist er nicht mehr. Dementsprechend geht auch die M4 über den Besitz der Schweden. Denn es kann sich da ein bisschen upgraden. Ja, ein Remake von Inferno wäre Tatsache wünschenswert. Die Map kann das durchaus vertragen. Es gibt ein bisschen viele nahe Kanten, wie ich finde.
Und gerade die Banane geht gar nicht. Ich denke, die könnte man gründlichst überarbeiten. Oh, Schiffer Flascher marschiert herum. Jetzt habe ich mich hier gerade wieder in philosophische Fragen vertieft. Und da kommt Fnatic einfach durch, über lang. Holt sich die Runde direkt zurück, wie es aussieht. Mal schauen, ob Jacob das irgendwie noch retten kann. Drei Spieler sind angeschossen. Da ist die P90 natürlich dann nicht unbedingt ein Nachteil. Die sind alle vier angehittet, aber das hilft ihm nicht. Denn dann die Bombe kommt dann damit trotzdem nicht ran. Also wird er versuchen, dieses kugelspuckende Etwas einfach durchzubringen. Aber er wurde gehört, wie es aussieht. Also JW kann ganz genau ansagen, wo sich der Gegner befindet. Und da werden sich die drei dann spätestens in ein paar Sekunden auf den Weg machen, um ihn abzufangen. Crimson ist schon zur Stelle. Alle Ausgänge des Hauses waren im Weg abgeriegelt. Damit 2 zu 1. Sie wundert sich dann ein bisschen, dass er nicht mehr Schaden gemacht hat. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, aber Dennis meint, er hat 60 gehabt, dann würde das schon passen. Man sieht einen deutlichen Unterschied zur letzten Vorausbau-Runde. Da hat Fnatic den Gashebel oder Gashahn wirklich kommt. Ne, Gashahn nicht. Das Gaspedal, meine Güte. Das Gaspedal voll aufgedreht. Ne, durchgetreten. Meine Güte, was ist denn hier los? Mein Sprichwort dann schon wieder. Sind natürlich gut, dann haben die Karre in den Dreck gefahren. Jetzt lässt man da mehr Zeit. Und spielt lieber etwas vorsichtiger. Es wird auch erstmal Informationen gesammelt. Olaf Meister versucht rauszufinden, wie viele und vor allen Dingen, wo die Jungs auf A sitzen. Ja, jetzt wartet man dann doch noch darauf, dass er hier rummarschiert. Jawohl, Freaking Fox sitzt, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Und nur noch an Jacob vorbei. Und dann kann Olaf Meister sich eigentlich auch dazu begeben zu seinen Mates. Dann braucht man da nichts mehr wirklich zu riskieren. Die drei versuchen ihre Waffen durchzubringen. Natürlich auch auf die Idee, dass man nächste Runde eh nicht kaufen wird. Also macht Sinn, dass man einfach ein bisschen mehr Equipment hat. Zwei Deagle, eine CZ, vor allen Dingen die drei Rüstungen mit Helm. Wobei der Helm jetzt nicht... Na doch, ist gar nicht so unwichtig. Dann zwei M4 und eine Tech-9 dabei. Alle drei machen nicht unbedingt One-Shots auf den Helm. Jawohl. Wie gesagt, eine Sparrunde muss noch durch. Dann haben wir den nächsten Versuch von G2 dagegen zu halten. Fox auch hier wieder Geld drin gelassen. Wird also dann AWP spielen, sobald wie möglich. Erster Frag, zweiten gleich mit umgesprayt. Und da ist noch jemand rechts in die Ecke gelaufen. Rain versteckt sich. Das könnte unter Umständen funktionieren, aber bisher hat Fnatic da eigentlich nicht wirklich auf dem Glas. Schön von Rain, sauber. Zwei Leute hat er mitgenommen. Flasher mit dem Backstep. Jetzt ist natürlich für Elfie die Notwendigkeit, sich umzudrehen. Sie reagiert. Sie hat eine Menge Schaden gemacht. Also die Frage, ob Rain da unten lebendig durchkommt. Ja, mit einem AP. Das könnte ein Überraschungseffekt sein, aber wird trotzdem abgezielt. 4 zu 1. Und jetzt ab in die nächste Waffenrunde. Ich bin gespannt, wie sie Fox vor allen Dingen einsetzen. Denn die AWP hat auf Inferno oftmals eine schwere Zeit, wenn es darum geht, die richtige Position zu wählen.
Es gibt ein paar Ecken, wo man ihn einsetzen kann. Fox ist aber klassisch eigentlich jemand, der gerne... Ups, jetzt geht er direkt Richtung B. Also Banane abhalten ist eine Sache. Der wollte auch für den ganz gut verjagen. Allzu lange stehen bleiben würde er nicht können. Schön reagiert. Flasche hat ihn beim Raussteppen schon gesehen. Wäre er schneller gewesen, also wäre er quasi direkt rausgesteppt und hätte auf ihn geschossen, dann wäre Foxix wahrscheinlich tot. Aber da sie beide rechtzeitig gesehen haben, hatte halt der Portugiese von G2 dann ein bisschen mehr Reaktionszeit. Im Endeffekt die bessere Waffe. Jetzt ist wieder das obligatorische Lang. Schauen von Fnatic, das spielen sie auch dann sehr gerne, um erstmal Informationen zu sammeln und dann auch vielleicht den Spot einkreisen zu können. Gestern hatten die Schweden so einen kleinen Hänger mit sehr, sehr späten Splits Richtung B. Das muss so nicht unbedingt sein. Also jetzt zum Beispiel ist die Zeit nicht mehr gekommen, um noch einen B-Split zu spielen. 30 Sekunden. Fox schiebt drüber, aber da wird er wahrscheinlich nicht groß helfen können. Rain und sein Kollege müssen sich selbst zu helfen wissen. Sandkasten ist gefallen und Crimson nimmt auch Rain vom Spot. Damit ist natürlich der Weg für die Bombe frei. Und ab jetzt geht der Druck auf die beiden G2-Spieler über. Für ein Retake ist relativ wenig Zeit. Das von JW muss allerdings überhaupt nicht sein. Denn dadurch hat er die Runde nur unnötig riskiert. Natürlich geht er davon aus, dass wenn der Gegner irgendwie da in die Biblio reinsteppt, dass er zuerst abdrückt. Aber 3 gegen 2 muss man das überhaupt nicht riskieren. Schon gar nicht so früh in der gelegten Bombe. Jakem. Ja, und Olofmeister muss die Sache jetzt wieder rausreißen. Muss das retten, was JW fast vergeigt hätte. Zum Glück ist keine Fuse-Kit da, sonst hätte Fox sicherlich versucht, irgendwo an die Bombe ranzukommen. Also nochmal gut gegangen für Fnatic, aber das war ein ganz klarer Spielfehler von Jesper Weichsel. Jesper ist, glaube ich, ein verbreiteter Name in... nicht nur in Schweden, sondern auch in Skandinavien an sich. Gibt's hier eigentlich so überhaupt nicht. Vielleicht schon. Vielleicht heißt jemand im Chat jetzt Jesper und ich habe ihn zutiefst gekränkt. Es tut mir leid. So, jetzt gibt es wieder die obligatorische Eco, die dann rausfolgt. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal über die Pistols ergötzen. Ein paar schöne Pistol-Headshots wäre nochmal was Schönes, was man sich angucken könnte. So, der Weg Richtung Arsport ist frei. Da wird ihnen niemand entgegentreten. Und auch hier wieder ein sehr guter Start. Sie haben den Einstieg gefunden. Okay, da war diese kleine Lücke drin. Da haben sie sich wirklich vielleicht auch ein bisschen zu sicher gefühlt. Ja, Jake konnte seine Position auch nicht mehr verteidigen. Ich wusste es. Cloud Red kennt einen Jasper und zwei Jaspers, die kommen alle aus Berlin. Siehste, es gibt alles überall. Ich kenne absolut niemanden. Wahrscheinlich ist das persönliche Erfahrung, die ich mir so hat vorkommen lassen, dass es sowas in Deutschland irgendwie nicht gibt. Den Namen zumindest. Schnell Richtung Banane oben. Die beiden haben sich da ein kleines Eigentor geschossen mit ihrer Positionswahl. Aber zumindest hat Jacob dann den Überraschungseffekt auf seiner Seite. Aber Dennis hat schnell genug reagiert, dass er da keinen größeren Schaden mehr anrichten konnte. Die Runde wird sicherlich schwer genug zu holen sein.
hätte das Glück gehabt, dass er den Schuss überlebt hat. Schöne Smoke. Molotov dahinter, damit niemand wirklich rauspusht. Sie entscheiden sich auch zu pushen. Ey, sie wird auf jeden Fall erstmal ins Feuer laufen und hat keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Und der Molotov, das gibt's doch nicht. Wie kann er denn das überleben? Das zweite Mal schon, dass AZ mit den, auf den letzten Drücker noch ein bisschen was mit HP überlebt. Ein Tick mehr, da wäre er tot gewesen. Egal, 7:1, sah gut aus, ändert aber nichts an der Tatsache, dass Fnatic hier weiterhin alles unter Kontrolle hat. Ja, das deckt sich, wie es aussieht, leider ein bisschen mit dem, was wir im Vorfeld natürlich schon vermutet hatten. G2 hier diese Woche wohl nicht auf der Höhe, wie sie es in den letzten Events letztes Jahr gezeigt haben. Auch da wieder alles safe abgespielt. Fnatic hat keinerlei Möglichkeiten offen. Das Auto wird noch abgesprayt, damit da auch nichts schief geht. Jetzt kommt der Molotov rechts um die Ecke. Also das ist... Ah, ist gar nicht in die Ecke geflogen. Nach links. Das ist trotzdem Textbook Banane einnehmen. Mischung aus Informationen sammeln und keine Positionen freilassen. Das ist Michael Lady irgendwie im Haus durchgewiesen. Hat die AK schnappen können, aber damit kann er auch nicht wieder Schaden anrichten. Ray versucht sein Glück nochmal, wird auf dem Crims sofort auf seinen Platz verwiesen. Terrorists win. 8:1. Den Versuch Richtung Banane. Das ist wieder offensiv. Da kommt dieser Molotov, der ihn von seiner Position verdrängen soll. Das ist ein typisches Muster, was Fnatic dort angeht. Und ich stelle es mir ziemlich schwierig vor, darauf zu reagieren. Man würde gerne offensiver spielen, das sieht man G2 an. Sie haben definitiv Lust, ein bisschen aggressiver zu arbeiten. Aber sie werden von Fnatic immer wieder gut weggedrängt und eigentlich haben sie gar keine Möglichkeit. So, jetzt gibt es hier den Turm. Achtung, das wird gleich interessant. Ob JW da was rüber sehen kann oder nicht. Ist aber schief gegangen. Haben sie irgendwie nicht ganz richtig hinbekommen in der Zeit. Michaelele kommt gerade noch so rechtzeitig um die Ecke. Die Flash hatte Tatsache noch tippen hören. Also, Dennis dreht sich um. Hat deswegen Zeit. Und das war lucky. Da kommt noch ein zweites Flash dagegen. Irgendwie fliegt alles an ihm vorbei. Ja, Anlaufmeister macht den Spot frei. Damit würde es sich anbieten, Richtung A zu gehen. Maximal ein Spieler, der dann noch zu vermuten ist. Bei der Präsenz auf dem B-Spot ist es klar, dass da noch ein zweites Spiel auf B steht. So, jetzt wissen sie, dass AZ im Sandkasten sitzt und Fox höchstwahrscheinlich noch auf B rumsitzt. Das heißt, sie haben hier irgendeinen Verschiebeweg im Blick. Jetzt müssen wir nur noch an AZ vorbei, aber das könnte sich nicht entscheiden, als es auf den ersten Blick scheint. Nein, Crims, zumindest nach dem zweiten Frag hat er der ganzen Sache ein Ende gemacht. Ja, die Chancen von Fox hier den Retake zu spielen sind, ich will nicht sagen null, aber fast null. Der Limit ist auf jeden Fall null. Es geht gegen null. Ist das überhaupt richtig? Es ist. Ich habe zu wenig Schlaf, Leute. Ich habe zu wenig Schlaf.
Und so wie es aussieht, sind wir natürlich ordentlich im Verzug. Das heißt, es wird nächste Nacht dann noch weniger Schlaf sein. Der Muxman, der wird auf jeden Fall gut arbeiten müssen morgen. Der muss mich am Leben halten. Jetzt geht's ein bisschen aggressiver ran. Michaela und Jake haben die Schnauze voll. Und hat Fnatic vielleicht etwas den Fokus von dem anderen genommen. Etwas unvorsichtig gewesen. Und das hat sich direkt gerecht. Jacob müsste sich auf jeden Fall zurückziehen. Das Gute ist, dass Fnatic nicht weiß, dass er in der Ecke sitzt. Sie haben es natürlich gesehen, dass er rechts rüber ist. Es ist wahrscheinlicher, dass er in die CDMS abgehauen ist. Jetzt hat er seine Position natürlich verraten. Oh, oh, oh. Ah, war noch keine Ecke. Jetzt gibt es wieder den obligatorischen Versuch von Olofmeister, da lang durchzukommen. Diesmal hat er das sein Duell verloren. Das gibt zumindest gute Chancen für G2, dass man hier wenigstens eine zweite Runde rausmacht. Schöner Fakt, Dennis, war das sofort bei ihm gekriegt. Und dann hätte eine Smoke natürlich gut getan, aber die waren nicht wirklich vorhanden. Grimms auch noch eine Menge Schaden gemacht, aber Rain hatte noch einen Hit übrig. So, 9. So, und jetzt gibt's wieder den Standard-Banane-Aufbau. Molly hinter das Auto, damit da niemand steht. Gegen Flash, Michael Edith zieht rum, wo ist der Refrag, ist die Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Flasher muss ihn ganz gewaltig verschossen haben, denn Michael Edith war locker eine Sekunde oder zwei auf dem offenen Feld. Und jetzt geht's wieder zurück. Der Baseboard hat im Zweifelsfall immer ziemlich gut funktioniert. Ah, Smoke raus. Nicht genug Zeit für solche Geschichten. Jacob ist nicht in der Position, da wirklich auszuhelfen. Der Smoke ist beide müssen das alleine versuchen. Der Molotov sitzt gut. Bewegungsspielraum genommen, Flasher mit dem Frag Richtung B und damit ist das Board auch hier wieder komplett geräumt. Und es wird ein ebenso schwerer Retake werden, wenn überhaupt da der Versuch nochmal gestartet wird. Auch das sind wieder kleines Muster, dass sie es wirklich ein Déjà-vu, dass die beiden dort auf dem Brunnen rumhüpfen und hoffen, dass man vielleicht jemanden noch aus der Kirche ziehen kann. Aber da ist nichts mehr zu holen. Wir sehen schon, wie sehr sie versuchen, ihre Waffen durchzubringen. Sie haben natürlich einiges an Equipment zur Verfügung. Zwei Rifles, jetzt sogar noch eine AWP dazu. Das ist richtig, richtig viel Kohle, was man da mitnehmen könnte in die nächste Runde. Oder mitnehmen kann, denn Fnatic ist in Position, um da gegen was zu tun. Auch das ist natürlich trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn so wirklich angenehm kaufen kann man da trotzdem nicht. Und noch mehr, man würde gerne nächste Runde kaufen. Aber es wird jetzt durchgedrückt. Also G2 hat das Gefühl, dass wenn sie Fnatic jetzt nicht stoppen, dass es dann eh zu spät ist. Und ich kann ihnen das irgendwie nachempfinden. Denn es sieht wirklich schon nicht gut aus. Zweistellige T-Runden auf Inferno. Und dann noch obendrein 10 zu 2, sodass man auch kaum Land sieht, dagegen ankommen zu können. Baseboard ist immer angreifbar, ohne Ende. Also ich sehe noch nicht, wie G2 das irgendwie retten möchte.
Also ich bin mal gespannt. Die Sig ist wahrscheinlich ein Fehlkauf, sieht man von ihm nicht. Oder halt ein bisschen getrollt. Aber hat sich in dem Moment natürlich gelohnt. Die Waffe hat ihre Stärken, keine Frage. Vor allen Dingen, wenn man mit dem Zoom hier solche Pick-Geschichten spielt. Früher hat er sie doch das ein oder andere Mal öfter gekauft. Aber es scheint zu funktionieren. Heute, wir spielen Call of Duty mit Crimps. Aber da hat man es deutlich gesehen, dass er das Recoil nicht unter Kontrolle hatte. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Waffen schießt die Sig. Guck mal, ob ich das machen kann, ob ich das hier malen kann. Ungefähr so. Bleibt dann hier oben ein bisschen und zieht und bleibt komplett hier oben, glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe. AK hingegen macht sowas. Ja, so ein Recoil-Pattern. Das heißt, wenn man anfängt, das Ganze auszugleichen wie eine AK, nämlich so gegenzieht, dann gehen die Schüsse schön hier rechts oben irgendwo in die Landschaft. Und das haben wir bei Crimps gerade genau gesehen. Das Recoil ist das gleiche im Zoom, auch wenn es etwas kleiner ist. Aber wie gesagt, das ist das. Wenn man die Waffe effektiv einsetzen will, muss man sie so oft spielen, dass man das Recoil wirklich unter Kontrolle hat. Denn sonst ist sie für mehr als einen One-Shot nicht zu gebrauchen. Oder kurze Burst. Nichtsdestotrotz, Runde Nummer 11 für Fnatic. Und G2 mit einem weiteren Force-Buy. Also hier wird nicht mehr gespart, hier wird durchgedrückt und gehofft. Hoffnungs-Force-Buy. Könnte man das Ganze natürlich nennen. Guck mal, da guckt jemand rüber. Ja, und das ist leider keine Munition mehr in der TZ. Überraschung pur. Jacob. Und sie sind tatsächlich vorbeigelaufen. Wie ist das denn passiert, dass er da links in die Ecke gekommen ist? Alle sind davon ausgegangen, dass er sich zurückzieht. Noch ist die Runde hier auf jeden Fall möglich. Vor allem, wenn Fnatic sich noch so weitere gefährliche Aktionen leistet. Dann geht da vielleicht noch was. Aber auch hier wieder 4 Runden sind notwendig. Ist er, ja, okay. Ja, also ich weiß es nicht ganz genau, siehst du, auch ich würde sie wahrscheinlich spielen können. Sagt nach der 15. Nach dem 15. Schuss ungefähr geht die sich dann links rüber. Stimmt, Rain, wenigstens noch einen mitgenommen. Michael Lele. Oh, 3 Schuss Zeit mit der Pumpgun. 3 Schuss und der ist low, das ist Olafmeister. Aber der hat ihn trotzdem rechtzeitig erwischt. Ein Molly raus. Hat er durchlaufen sehen. Hat er auf jeden Fall gehört. Da kommt noch so ein schönes Teil hinterher geflogen. 12 zu 2, sorry. 12 zu 12, das hätten wir wohl gerne. 12 zu 2, na wenigstens holen wir ein bisschen was auf. Ist ja schon mal was wert. Okay, also Erklärung oder Berichtigung. Priester hat es geschrieben und ich glaube, er hat recht. Oder er wird schon, wird wissen, wovon er redet. Hier bleibt dann Weilchen oben und beim 15. Schuss ungefähr zieht es nach links rüber. Schießt also diese klassische Source 7, die früher die AK geschossen hat. Jetzt hören wir die Sig erneut. Jetzt war es wahrscheinlich Absicht. Ein zweites Mal wird er sich dann nicht verkauft haben. Vielleicht war es das erste Mal schon Absicht. Sie hat natürlich keine Möglichkeit, sich hier aus dem Haus zu verziehen mit seiner Pumpgun, denn er braucht den Nahkampf. Hier läuft in JWs AW rein. Und jetzt ist bekannt, wo der letzte sitzt. Wenn Fnatic richtig safe spielen würde, würden sie nochmal zurückgehen, aber scheint sie nicht zu interessieren. 13 zu 2. Absolut klare Kampfansage von Fnatic. Das hier werdet ihr nicht gewinnen, ist die Aussage. Und ich befürchte, dass sie damit dann auch recht haben. Ich würde jetzt gerne sagen, ich habe mehr erwartet von G2, aber ehrlich gesagt habe ich es nicht. Ich hatte mir mehr erhofft von G2.
Aber die Erwartungshaltung war ungefähr das. Mal schauen, vielleicht gibt es über die Pistol Round noch ein paar Runden. Aber für unseren Zeitplan wäre es natürlich besser, wenn das Match jetzt einfach vorbeigeht. Weil wirkliche Comeback-Chancen rechnet man ihnen dann natürlich jetzt nicht ein. So, jetzt sehen wir mal, wie das miteinander anders aussehen kann. Bockmeister. Oh, kriegt doch von Jake ein gutes Gesicht. Währenddessen geht's Mitte hoch. Die Bombe ist da unterwegs. Die Bombe ist dort. J-Kim geht nochmal zurück. Das hat natürlich Fnatic dazu veranlasst, hier nicht zu verschieben, sondern den A-Spot einfach so offener zu lassen. Aber Flash on JW. Und damit ist die Bombe in der Banane down. Und damit hat sich die Runde auch erledigt. Also das wirkte doch deutlich unstrukturiert und undurchdacht, was G2 da gespielt hat. 14 zu 2. Und... ja. Kampf ums Überleben wäre dramatisch. Wahrscheinlich wird G2 da auch nicht mehr so viel Hoffnungen haben, dass sie davon zurückkommen können. Das ist hier so gut wie gegessen. Counter-Terrorists win. 15 zu 2, 13 Matchpoints. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass die SIG irgendwie gar nicht den Weg reinfindet. Wenn das Recall ein bisschen kontrollierbarer wäre, dann wäre sie sicherlich extrem sinnvoll. Ich bin dafür, dass man der SIG den Zoom wegnimmt, genauso wie der AUG. Und sie eigentlich so lässt, Zoom wegnehmen und auf den gleichen Preis runternehmen. Also, das wäre doch mal eine Gelegenheit, die vielleicht ein bisschen Spiel zu bringen. Oh, AZ. Fox auch noch durch, vielleicht geht da noch was. Das wäre eine Gelegenheit, die wieder ins Spiel zu bringen. Also wenn die SIG das gleiche kosten würde wie die AK und man dafür keinen Zoom hätte, dann wäre sie, glaube ich, eine wirklich brauchbare Alternative für Leute, die eher Bursts und kurze Taps benutzen. Weil im Tappen ist die SIG auf jeden Fall deutlich besser, weil sie schlichtweg präziser ist. Also man merkt es gar nicht, wenn man so spielt, aber wenn man den Unterschied in der Hand hat, dann stellt man schon fest, wie ungenau die AK doch größtenteils ist. Und da wäre so eine SIG schon eine coole Idee als Gegenstück. Aber dadurch, dass sie 300 teurer ist, tut es halt auch keiner. Nun gut, also 16-2. Natürlich gab es ja auch leider nicht mehr so viel zu sehen auf der zweiten Map, aber Fnatic. Absolut.